So. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Test von mein Test. Ja. Ja, genau so. Ach ja. So, haben wir jetzt ein bisschen Bricks. Da können wir das jetzt das Dach in Angriff nehmen. Und dann müssen wir uns, wie gesagt, so eine Bürotische mal bauen. Ein paar. Und wir brauchen Glas. Mal gucken, wie viel Glas wir noch haben. Ich würde halt schon arsch gerne so eine Glaswand machen. Ne, kennt man ja so von diesen ganzen Polizeifilmen, wo dann so das Büro von dem Sheriff und die anderen halt mit so einer Glaswand getrennt sind. Das sollte eigentlich soweit reichen. So, da brauchen wir noch ein bisschen Eisen für die Gitter. So, dann machen wir mal, wir brauchen ein paar Paneele. Das Ganze sieht so ungefähr so aus. Da kriegen wir 16. Aber wir machen mal 32. So. Und dann wäre die Frage, wie ist eine Tür? Okay. Da bekommen wir... Was? Eine fürs Büro. Die Frage ist... Ne, komm, wir machen mal richtig gläserne Palast. Das heißt, wir machen noch eine. Und mit diesen Glasdingern machen wir auch noch mal ein paar. So. Sollte passen. So, und dann brauchen wir, wie gesagt, diese Stahldinger hier. Diese Stahldings da. Da brauchen wir 16. Ich mache mal 32. So. Sollte passen. So, jetzt mittlerweile ein bisschen fertig hier. Mir noch mal ein paar ein hier. Ja, hat perfekt funktioniert. Hey, Moment mal. Oh, ich habe jetzt vorher die gleichen gemacht hier. Das war ja... Lol. So, aha, hier dem geht das Zeug schon aus, war ja klar, da war das andere Zeug drin. Als Brennmaterial. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt Gitter. Wir haben dieses Fenster. Der füllt noch die Tische. Für Tische brauchen wir Holz. Nicht gerade wenig, sondern eher viel. Ganz viel. Ist da was? Komm, leck mich. Das Ding hier verschandelt bloß die Umwelt. Kannst ja Kim zeigen hier. Und wir haben gleich wieder ein bisschen Holz. Na komm weg hier. So. By the way, können wir unsere Werkzeuge auch gleich mal reparieren. Ich glaube, wo ist denn jetzt der Hammer hin? Geben Sie mir den mal. Den brauche ich noch. Genau. Tische. Wie waren Tische? Oha. Also ich würde gerne schon 5 Stück hier von nehmen. 4 für die, ne, für den Empfang. Und dann ein für den Büro. Das heißt, ich brauche 10 Schubkästen.
Also bräuchte ich 10 Eisen. Ach du Scheiße, ist das teuer. Ah gut, das kriegen wir hin. So. Nein. So, so. 10 Stück. So. Achso, halt, ich brauche noch Slabs. 12, ja, so müsste ja. Wow, müsste sogar genau passen. Was? Das war jetzt glaube ich so und dann war das hier einmal 1, 2, 3, 4, 5 und dann so. Scheiße! Was? Ach, leg mich doch im Arsch. Halt, so, so, so. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. So. Was natürlich noch fehlt, sind die Stühle. Ich weiß nicht mal, wie man Stuhl schreibt. Fuck. Ach so. Ah, okay, das sind einfach nur Stöcke. Sehr schön. Ich könnte natürlich auch die hier nehmen, aber... Ne, die Büroleute, die sitzen da ja mehrere Stunden da im Büro. Aber wir haben gar keine Wolle. Warum haben wir keine Wolle? Was ist hier los? Lehm ohne Wolle? Ach ja, weil wir es immer für die Seide verbraucht haben. Ja gut. Da müssen wir noch ein bisschen Wolle holen. Ist ja nicht so schlimm, machen wir direkt hier. Oh, was mache ich denn hier? So. Mann. Okay. Dann können wir ein paar richtig schöne Stühle machen. Würde ich mal sagen, die normalen Bürotische, also die im Empfang, bekommen eine normale Stühle. Aber in dem richtigen Büro, da kommt ein richtiger Sessel rein. So ein PC-Sessel, wie wir auch hier haben. So ein richtiger, ne? So ein Ding. So ein Kackding. Die Frage ist halt nur, wie war der? Ach, da brauchen wir auch Wolle für. Ach, und dieses geschmiedete Zeug. Ah, gut, okay. Gut, dann machen wir erstmal die normalen Stühle. Stöcker. Haben wir Stöcker? Ja. Sehr schön. So, das heißt, davon ist Fertigung Raster 1, 2, 3, 4. So, und jetzt das. Oh. Achso. Ja, ich muss daraus natürlich erstmal Dinger hier machen. Alles. So, das und das. Und was ergibt jetzt noch? Nein. Hä? Wie war denn das denn da dann? Doch, so richtig. Kitchen Share, denn das Ding. Weiße Wolle. Kitchen Share, weiße Wolle. Hä? Weg mit euch. So. So. Hallo? Wir sind jetzt verarschen hier. Leck mich. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Moment mal. Ach, leck mich doch am Arsch. Ist jetzt nicht dein Scheiß ernst. Ich kauf die Scheiße wenigstens brennbar. Nein. Ist natürlich nicht mal brennbar. Ah.
Yay, Materialverschwendung. Woo. Da kommen Freude auf. So. Badam. Und jetzt da brauchen wir zweimal schwarze Wolle für. Das heißt, ich muss erstmal Farbe machen. Da. Achso, hier bekomme ich schon mal Farbe. Okay. Achso, ja, wow. Ich muss diese Folie erstmal einfärben. So, zweiter Versuch. Perfekt. So, jetzt haben wir alles, was wir für das Büro brauchen. Okay. Hoffe ich doch. Okay, so hier kommt man ungefähr so rein. Das heißt, hier kommt auch direkt die Glastür hin. Ach, leck mich doch am Arsch. Dann geht das hier ja gar nicht. Och, nö, ne? Das vergesse ich immer wieder, dass die Tür ja, ne, dass die Dinger ja in der Mitte sind, diese Glasscheiben, und die Tür hingegen ja vorne anliegt. Kacke. Wie soll man denn das jetzt noch irgendwie ordentlich bauen können? Ich meine, ich könnte natürlich versuchen, um die Tür selber so einen Rahmen rumzumachen. Aber es würde halt original scheiße aussehen. So, jetzt hier quasi die Tür dran, hier, ne, die Tür rein. Und dann quasi hier aber einfach weiterbauen. Aber das sieht doch original scheiße aus. Kannst du so noch nicht anbieten. Naja. Bis uns was Besseres einfällt. Machen wir es erstmal so. Gott, sieht das komisch aus. Na gut. So. Hier kommt dann die Dinger rein. Das heißt, quasi einmal, jetzt muss ich überlegen. Einmal so und einmal so. Einmal. Nee. Einmal so und einmal so. So, dann kommt dahinter die Bürostühle. Einmal so. Einmal so. 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 So, hier kommt jetzt die Glastür rein. Jetzt will ich mit diesem Scheißglas, Alter. Oh Gott. Also wer das Ding erfunden hat, das ist ja Katastrophe. So, Glas. Bam, 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 bam.
Bam, bam. 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 So. Perfekt. Naja, also perfekt im weitesten Sinne. Soweit wie es halt perfekt geht. So, und hier ist jetzt der Bürotisch. Der kommt so schön mittig in den Raum rein, würde ich mal sagen. Also quasi hier so. Und der Bürosessel dann dahinter. Perfekt. Easy. Und das Gebäude nenne ich jetzt Umbrella Corporation. Irgendwie so. So, sehr schön. Ja, mit dem Glas, würde ich mal sagen, wirkt. Auch wenn das nicht so schön gedacht geworden ist, wie ich gedacht hatte. Aber ob so ist es überhaupt noch viel geworden. So, klatschen wir hier noch die Fenster rein. Schwedischen Gardinen, was ist hier passiert? Ernsthaft jetzt? Och nö, ne? Ich dachte, der richtet die automatisch aus nach. Ave Maria Josef, ich krieg ein Kind. Okay, das heißt, man muss immer von vorne einsetzen, die Fenster. Ich dachte, der richtet die immer danach aus, wo Mauern, also wo Blöcke anliegen. Also bei 3 die Fenster und der natürlich nicht mehr. Egal, ich muss ja eh runter. Tschüss. Freitod. Oder manchmal habe ich Spitzhacke vielleicht im Backpack drin? Ja, Glück gehabt. Stimmt, ich hatte die ja vorhin alle in die Taschen gepackt. Oder in die Tasche. Danke. Danke. So. Hallo? Hey, passt sogar mit den Fenstern ganz genau. Nice. So, easy. So tust du und sei meine Idee. Hat man hier so etwas größeres Fenster, wo man halt die so, ne, die Leute gucken kann, die so in die Stadt kommen oder aus der Stadt rausgehen oder weiß der Geier was. Und hier ist so für alle Neuankömmlinge quasi das Meldebüro oder wie auch immer man das nennen möchte. Vielleicht mache ich hier später auch noch ein paar PCs drauf oder Laptops zumindest. Da muss ich aber erstmal gucken, ne, wie kosten und sowas alles. Ich meine, die Laptops, keine Ahnung, wie viel die kosten, aber da braucht man auf jeden Fall auch mal ganze Motherboards. Ja, siehst du, das kostet halt alles sehr viel. Genau, von daher, vielleicht keine so gute Idee. Apropos, wir können ja mal gucken. Hier sind wir auf jeden Fall soweit fertig. Ah, ne, Dach fehlt noch. Gut, dann machen wir erstmal das Dach. Und dann gehen wir nämlich mal. Ja. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Dann gehen wir mal runter. Ach scheiße, die Dinger sind noch alle in den Öfen drin. Meine Ziegel sind alle noch in den Öfen drin. Gut, dann machen wir es jetzt gleich. Und zwar gucken wir in den PC für unsere Wohnung. Ob wir den jetzt mittlerweile schon bauen können. Wieder hier am Verhungern. Wachst schneller! Eigentlich wisst ihr was? Wir gönnen hier auch gleich mal welche mit Sofa. Easy. So. Her damit. Schmeiß dich gleich mal hier rein. Und dann noch die restlichen Blätter. So.
Sehr schön. So, jetzt können wir da auch schöne Bricks machen. Was? Achso, weil hier noch ein paar in den Ofen sind. Ach, mach ich ne. Achso. Mach ich ne. So. Jetzt passt das perfekt. Bam. 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 So. Okay. Das heißt, daraus machen wir jetzt Treppen. Kann man wieder rekombinieren, das ist das Schöne daran. Wir machen trotzdem nicht allzu viele, sondern nur so zwei Stacks. So wird es ja einfach zu viel im Inventar. Und dann können wir loslegen mit Dachbauen. Ah ne, vorher wollte ich gleich mal noch gucken hier wegen Computer. Also, was brauchen wir für den PC? Ich nehme mal ein bisschen Mese. Dann brauchen wir, glaube ich, auch noch Sand für Silizium. Brauchen wir aber Sand und Eisen. Eisen habe ich aber in der Tasche bereit. Na gut, nicht so viel. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Goldfass und Kupfer. So, noch was? Glaube nicht. Dann gucken wir mal ganz kurz. Also, wir wollen bauen einen PC. Und zwar hatte ich, glaube ich, an den hier gedacht. Oder was? Doch, genau, war der hier. Genau. Da brauchen wir einmal eine Grafikkarte. Allein für die brauchen wir schon 8-mal Eisen. Ach, Herminäschen. Ja. Wir werden halt viel Eisen brauchen dafür. Aber noch schlimmer ist halt das Silizium. Ein Lüfter ist ja süß. Ich hab einen Fan. Warte mal kurz, dann mache ich erstmal hier das Inventar leer. Den ganzen Quatsch mal raus, den wir jetzt gerade hier nicht brauchen. So, okay, also FPGA. Genau, Lührkontrolle brauchen wir auch noch. Da brauchen wir überall Silizium. Und hier auch Silizium. Also Silizium und Mese sind die beiden Grunddinger. Das weiß ich gar nicht mehr. Wie war denn das jetzt? Ach genau, so war das. Genau. Das heißt also, die Dinger werden einfach direkt kochen. Dann tun wir dies auch mal. Nein, da bitte. Mach halt hin. Wobei wir da eh noch mehr Blätter brauchen. So. Gucken wir mal. So, wie sieht's hier aus? Naja, fast fertig. Wie sieht's hier aus? Naja, fast fertig. Sehr schön. Nein. Blätter verbrennen, keine gute Idee. So, das ist auch fertig. Sehr schön.
So, jetzt brauchen wir Silizium. Silizium war relativ easy, da brauchten wir nur das, so und dann Eisen. Genau, dann nehmen wir mal. Wir sind mal großzügig, mach mal 40 Silizium. Okay, so, jetzt. Halt, stopp. So, wie viele Lua-Dings, wie viele Lua-Dings und wie viele Dings da brauchen wir? Also, wir brauchen einmal ein LCD-Screen. Dafür brauchen wir einen Lua-Controller, also eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, also brauchen wir fünf Lua-Controller. Eins. Achso. Ja. Na gut, das soll. Ja. Ach, wir bekommen immer gleich zwei. Oh, das geht dann ja sogar fast. Kann man hier durch, Alter. Alles. So, eins, zwei. So. Okay, jetzt. Wie war das andere? Das war doch so ähnlich. Das war, glaube ich, so hier. Genau, aber da müssen wir jetzt mal gucken, wie viele wir brauchen. 0, 1, 2, 3. Vier, jetzt brauchen wir nämlich nur vier. Okay, haben wir schon mal. So, okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen. Oh Gott. Achso, okay, geht ja. Aber brauchen wir Farbstoff jeweils. Okay, brauchen wir bloß noch Eisen. Hier brauchen wir bloß noch Eisen und das Ding. Oh Gott. Warum so viele Sachen, die man machen muss? Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, danke. Das ist genau das, was ich machen wollte. Okay. Machen wir hier eins rein. So, Dankeschön. So. Hier brauchen wir wieder nur Eisen. Davon gibt mir gleich mal ein. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Hier brauchen wir Fiberglas, Gold und noch ein FPGA-Programmer und so ein Dings. Brauchen wir Cobblestone. Cobblestone haben wir doch. 1, 2, 3. Ja, sollte funktionieren. Perfekt. Alter, unsere erste Mäse-Geschichte. Ich bin so aufgeregt. Ja, Fiber. Ha! Fiber ist ja. Rolatex? Oh Gott. Okay, machen wir nächste Folge. Nächste Folge. Das wird jetzt hier, das artet ja aus. Schauen wir uns vor.